words put together, joy and business. Also in Wahrheit ist der Titel herausgekommen. Ich habe mit Gary Douglas geredet, dem Gründer von Access Consciousness, vor vielen, vielen Jahren. So, da war es etwas, das aufgedacht ist, wenn man den Business gewählt hatte. Und ich hatte eine Frage gefragt. Das macht auch keinen Sinn, Freude im Business. Warum würden die das machen? Wenn du einen Job hattest, dann ist es gut. Und wenn du, aber du musst deinen Job lieben. Das funktioniert dann. Und ich habe immer genossen, was ich mache. Es war wirklich so, da habe ich Seminare gemacht. Und das hat er zu mir gekommen und gesagt, oh mein Gott, danke so sehr. Freude im Business gibt mir so viel Freiheit damit. Und ich war so, was, jeder funktioniert wie das? So, das ist wirklich eins wie das. Wow. Und ich habe gedacht, die ganze Welt hat Business wie ich gesehen. Und dann ist es wirklich so, viele Dinge sind in diesem Buch, über die ich rede, in den Business anders gemacht Klassen, in Freude im Business Klassen. So, ich möchte wirklich das sagen, Freude im Business, das ist es. Gary sagt, dann, die Leute werden das nicht checken, wenn du das so nennst. Aber es ist so. Ja, aber die werden es nicht checken. Also wenn ich diese Energie bin, ich nenne es sowieso so. Also ich nenne es Freude im Business, weil das Buch ist übersetzt in 16 Sprachen, Marki, und das ist wirklich so. Und dann sagt einer von den Übersetzern, in meiner Sprache machen diese Worte keinen Sinn. Die machen auch in Englisch keinen Sinn. Das macht sowieso keinen Sinn. Und dann war ich so, ich habe gewusst, dass das existiert und ich habe es gelebt und ich habe gewusst, dass die Leute da draußen, die willig sind, das zu haben und zu sein. So, das ist wirklich, das ist meine kurze Geschichte von dem, wie Freude im Business entstanden ist. Weil in dem Buch redest du darüber, du hast schon gesagt, ich habe immer alles freudvoll gemacht. Und viele Leute können Business oder was nicht freudvoll machen. Und ich frage mich gerade, wie warst du fähig, so zu sein, sogar vor Access? Ja, ich habe den Job freudig gemacht. Weißt du, das ist so. Es ist beides. Weil ich habe nicht wirklich gewählt, etwas zu machen, was ich nicht mag. Und ich muss da noch was dazu sagen. Früher in meinen Jahren, als ich jünger war, war es wirklich so, da hatte ich so viele verschiedene Jobs und die Leute waren irgendwie so, ja, ich möchte gern alles entdecken, weil man mein Ding. Die Leute waren so, ja, aber du bist nicht sehr stabil, oder? Aber in Wahrheit habe ich was gemacht, nämlich was ganz anderes. Und es war, einen Job zu bekommen. Alles, was ich gewählt hatte, ich habe nur gewählt, wo ich großartig war. Und dann wurde ich irgendwann gelangweilt und habe gesagt, ja, oh, jetzt bin ich fertig, nächstes. Für mich war es einfach nur willig zu sein. So viele verschiedene Dinge, die in meinem Leben beitragen, so viele Firmen, die mir beitragen. Ich habe so viele verschiedene Jobs gemacht. Ich habe in so vielen verschiedenen Firmen gearbeitet. In verschiedenen, ja, verschiedenen Firmen. Da war eine Firma, da erinnere ich mich, hat der Mann zu mir gesagt, ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, hey, du gehst, oder? Und ich habe mir gedacht, ja, ich denke schon. Und er sagte, du bist so, du hast dich so nach oben gearbeitet. Und jetzt ist das nächste Ding, das ich habe. Ich habe das mit meinen Kindern noch gar nicht erzählt, dass man das so machen kann. Und dann war ich so, naja, ja. Ich war so wirklich erfolgreich. Ich muss weitermachen. Für mich ist es, glaube ich, einfach die Wahl, die du machst. Und bitte wählt für euch, Leute, wenn ihr da draußen wirklich da wählt und ihr habt Freunde und Familie, wisst ihr, was ihr da sagen solltet? Ihr solltet jetzt wirklich einen sicheren Job bekommen und so. Das war es einfach nie für mich. Und einen sicheren Job zu haben, und ich erinnere mich da wirklich. Also ich hatte da ein Abenteuer, wirklich. Ich habe so viel gelernt, von einfach an der Bar zu arbeiten, ein Sekretär zu sein. Einer meiner Jobs war wirklich so, ich war auf den griechischen Inseln und ich war vor den Restaurants gestanden und habe gesagt, hallo, kann ich dich vielleicht, magst du vielleicht reinkommen? Du bekommst ein freies Glas Wein, ein kostenfreies, bla bla bla. Ich habe alles gemacht, wirklich. Und ich habe mich da hineingearbeitet in die Firmenwelt in London, Fashion, Designer. Ich habe importiert, exportiert.
Mir kommt vor, ich habe wirklich alles gemacht. Also du musst wählen, wie du jeden Tag bist mit deiner Arbeit und mit dem, was du willst. Also ich bin zum Beispiel jetzt in Hotelquarantäne. Und viele Leute, das ist wirklich so viel in Instagram, in Facebook und so. Viele Leute machen, also du schaust in Quarantäne wirklich gut aus. Und ich habe mit Gary darüber geredet und er hat gesagt, das ist wirklich Wahnsinn. Und er sagte zu mir, du bist so happy, oder? Und ich sage so, ja. Ich werde nicht unglücklich sein hier. Es ist wirklich interessant. Ich habe so viel gelernt. Ich werde einen Podcast wirklich über die Quarantäne zu machen. Du kriegst so viel Gewahrsein über verschiedene Dinge, die ich nicht gedacht hätte, dass auftauchen. Aber das Ding ist, ich wähle hier glücklich zu sein, weil warum nicht? Und das ist nicht das Fake-Lächeln aufzusetzen, sondern meine Ansicht war immer, wenn du nicht liebst, was du machst, dann find was anderes. Also ich finde keinen anderen Job. Du findest keinen anderen Job, wenn du dir nicht den Raum gibst, dass du ihn auch empfängst. Also lass mich voll leben. Also da frage ich mich auch wirklich, du hast so viele Jobs gemacht in deinem ganzen Leben. Und ich war so, bist du da bewertet worden dafür oder einen wirklichen Job zu bekommen oder einen normalen Job zu bekommen? Und die Leute mögen das nicht, oder? Die wollen doch was für sich selbst machen, aber die bekommen nur das, was sie wirklich wählen oder was sie lieben zu wählen. So, wie warst du fähig, nicht der Effekt zu sein von den Bewertungen der Leute? Was hast du da gemacht? Und das war wirklich interessant. Ich habe in Sydney gelebt. Und das war wirklich das. Ich habe importiert und exportiert, weil ich wollte einfach reisen. Und da war es so, wie kann ich Geld verdienen und das wirklich zum Spaß machen. Ich habe mit Leuten in Indien gedient. Und ich war auch in Thailand. Und ich habe wirklich viel gereist da in der Zeit. Und dann habe ich viele Dinge verkauft, einfach in Sydney. An diesen Stränden, am Sonntag und dann auch am Samstag. Also ich habe wirklich 2 Tage in der Woche gearbeitet und dann noch am Wochenende. Das waren wirklich lange Tage. Natürlich habe ich Dinge unter der Woche auch gearbeitet. Und viele meiner Freunde waren so in Firmen und die haben Montag bis Freitag von 9 bis 5 gearbeitet. Und ich kann mich erinnern, eines Tages sagt ein Freund von mir, wann willst du endlich einen wirklichen Job machen? Und ich war so, was? Ich habe nicht gedacht, dass die Leute mich so sehen. Und in Wahrheit, als ich da drauf geschaut hatte, ich habe viel mehr Geld verdient als die. Ich hatte wirklich, wirklich tolle Dinge verkauft am Wochenende und habe gemacht, was ich liebe. Und da war der Moment, wo der Freund mich gefragt hat, da habe ich realisiert, ich bin wirklich ganz anders, wie ich bin und wie ich da drauf schaue. Und ich kreiere einfach auf die Art und Weise, wie ich gerne kreieren möchte. Und ich habe nie gestoppt. Wenn ich einen Job machen möchte, dann mache ich den und dann mache ich, wenn ich das liebe, dann will ich, oder das kreieren möchte, dann kriege ich es. Und ich habe dieses Gefühl von dem, dass die Business, die ich hatte, die waren so, ich war vor meiner Zeit meistens oder vor der Zeit. Und also, ich bin auch hergefallen und aufgestanden, etc. Für mich, das ist die Freude im Business. Das ist der Ort, wo du was machst und du fallst hin und stehst auf und sagst, ah, okay, auf die Knie und geh weiter. Aufstehen, das ist das Abenteuer davon. Da war eins der Areale in meinem Leben, wirklich, wo ich die Bewertungen einfach empfangen habe. Also das funktioniert für mich, die Bewertungen zu empfangen. Ich wollte keinen Anzug anziehen und dann von Montag bis Freitag arbeiten. Das war es nie. Also sogar wenn du in Firmen gearbeitet hattest, hattest du Freude? Da bin ich mir ziemlich sicher, oder? Ja, schau. Eines Tages war ein Job, den ich hatte, das war wirklich Wahnsinn. In einer Ausbildungsdepartement in Sydney hatte ich gearbeitet und das war wirklich so. Ich habe für den Minister gearbeitet in Sydney. Wow! Und das war sehr interessant. Vieles von diesem legalen Zeug. Und das war so, hey, okay, wo kommst du rein? Und du kommst um 5 in der Früh schon kommen, hat mich einer gefragt. Und ich meinte, okay, das war wirklich früh und lang. Und ich war nicht wirklich angestellt, weil in der Regierung kannst du nicht oder jemand sein, dass du so viele Stunden arbeitest.
Also ich möchte nicht so wirklich Vollzeit anstellen, sondern nur ein paar Stunden. So auch das war okay für mich. Das, was mich wirklich geschockt hatte, war, also ich war wirklich so ein Ausbildungsmanager. Also wir haben das hier in Sydney und ich hatte Telefoncalls gemacht. Und, aber das nächste war, also einfach nur ein bisschen weiter weg. Und das war ein anderes Department. Es war auch so wunderbar für mich, wenn jemand das Telefon ist und sagt, das klingelt und sagt, nein, da gehe ich nicht dran, das ist nicht mein Department. Und das ist wirklich so der Mangel an Beitrag, der die Leute füreinander in der Arbeit hatten. Und sie Business arbeiten. Also was können wir einander hier beitragen? Das war's. So, ja, noch einmal, ich habe viel gelernt, in der Regierung zu arbeiten. Das ist sehr interessant. Aber ich habe mir Spaß draus gemacht. Und während du geredet hast über dein Business, wenn du das Wort Business schon sagst, und wenn andere Leute da sind, die einfach nur das Wort schon verwenden, What Business, was ist Business für dich, Simone? So, für mich ist Business ist etwas, das wunderbar veränderbar ist und kreativ ist. Und für mich ist es wirklich so. Das erste Ding, was für mich aufgetaucht ist, ist diese generative Energie von dem, was ich in der Welt sein möchte und was ich rausbringen möchte in die Welt. Wie mache ich das? Du schreist du und bist du, was weiß ich, oder bist du sozial? Oder, wir hatten auch keine sozialen Medien damals, vor vielen Jahren. Also das war, was weiß ich alles. Also wir hatten gerade Telefone. Also wie kreierst du das? Wie kriegst du das raus in die Welt? Für mich ist Business eine Art und Weise, wie du so viel in der Welt kreieren kannst. Und du kannst aktualisieren, was du sein möchtest. Und wie du die Welt haben möchtest, mit dem spielst du einfach. Dieses Spiel, diese der Möglichkeiten. Das ist das, was ich meine. Weißt du, ich sage auch immer, du, wenn Blut durch deine Venen fließt und du wachst in der Früh auf, dann bist du im Business. Dein Leben ist ein Business, auch das. Also wie wirst du das machen? Wirst du ein beschissenes Leben kreieren oder ein großartiges Leben? So, was musst du hinzufügen? Ich sehe viele Leute, die sehen Business und Geld und dann möchten sie am liebsten heiraten oder so irgendwas. Aber da so schaue ich nicht drauf. Ja, Business und Geld tauchen immer ähnlich auf oder viel. Also jedes Business ist so, hey, zeig mir das Geld. Hallo, zeig mir das Geld mit dem Business. Aber noch einmal, so viele Leute schauen auf Sex und Relationship und dann kommen sie zusammen und dann ja oder nein. Manchmal bekriegen sie gemeinsam, aber Beziehung ist Beziehung und Geld ist Geld und Sex ist Sex. So, für mich ist Business so dieser kreative Weg oder Art, wie du in der Welt sein kannst. Und du kannst dich engagieren mit den Leuten und das ist. Und kreiere eine Zukunft mit Business, die für dich funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt in der Welt ist. Es, also wir stehen einfach auf, welche Zukunft möchten wir gerne hier kreieren. Ja, genau. Also ich habe dieses Buch schon gelesen, aber ich muss es nochmal lesen. Und ich habe da gelesen und dann, also sie redet wirklich über das Leben. Und da sind so viele Werkzeuge, die du benutzen kannst, um dein Leben auszudehnen. Und das bringt dich zurück in dein Leben. Ich glaube, das sind so viele Leute, die sind paralysiert. Die wissen gar nicht mehr, was Freude ist, oder? Und mit diesem ganzen Covid, der da so vor sich geht, oder? Und da draußen in der Welt diese Angst mit allem. Und was ist die Freude in unserem Leben? Was würdest du den Leuten sagen, die so viel Angst haben und sich fürchten und nicht sicher sind, wie die Zukunft werden wird? Ja, schau mal. Es klingt vielleicht jetzt wirklich so wie ein komisches Kommentar, wie ein komischer Kommentar, aber es ist wirklich deine Wahl. So wie ich gesagt habe, ich bin in Quarantäne und es ist wirklich so, ich wache in der Früh auf und sage, okay, was machen wir heute? Ja, aber natürlich habe ich auch Klassen und Podcasts und Medien und die ich bediene und ich lese auch ein Buch. Ich habe schon lange kein Buch mehr gelesen. So, ihr müsst euer Leben alle 10 Sekunden wählen und ihr müsst auch herausfinden, was für euch funktioniert und was für euch toll ist. Was ist diese Freude für euch? Also viele Leute wissen nicht einmal, was Freude für sie ist.
Genau. Also sogar wenn du dich selbst diese Frage fragst, ist das, was ist Freude für mich? Und was würde mir heute Freude bringen? Das ist so interessant, weißt du? Gestern habe ich bemerkt, also auch, ich sage noch einmal Quarantäne, weil da bin ich ja gerade. Gestern habe ich Netflix geschaut, vielleicht um 2 am Nachmittag habe ich gestartet. Und dann habe ich um 7 am Abend bemerkt, okay, das habe ich so lange geschaut. Und dann um 7 am Abend war ich wirklich so, ich hatte so dieses Energie von und ich war so, was ist das? So heute war ich, okay, was, wenn du einfach kreierst? Weil ich liebe, kreativ zu sein. Also kreiere, verbinde dich mit Businessen und dem Buch, das du liest. Ach, das liest, das Buch, das ich lese. Das ist wirklich gut. Und schau nicht bis am Abend fern mehr, das weiß ich jetzt. Und ich war so abgelenkt von dem, was ich kreiere. Ich bin nicht ich bin nicht grausam zu mir. Also ich stehe nicht auf und sage, XYZ ist zu tun. Das muss ich jetzt tun, sondern ich entspanne auch. Das kann dir auch Freude bringen. Also was ist es für dich, das dir Freude bringt? Also ich liebe meinen Körper zu bewegen. Das ist wirklich entspannend für mich, wenn ich meinen Körper jeden Tag bewege. Es muss nicht dieses riesige Ding sein. Dieses Laufen oder massives, wo ich schwitze. Es könnte buchstäblich auch nur meinen Körper bewegen zu sein. Nur in den Ozean zu springen und diese Bewegung zu haben. Für mich, ich weiß, dass diese Verbundenheit mit der Erde und die Verbundenheit mit deinem Körper, das bringt mir Freude. Facilitieren macht mir Freude. Was wirklich so, das ist das Ding. Ich sehe so viele Leute, die sagen, das ist so dieses Ding, wo sie wirklich sagen, oh mein Gott, ich liebe wirklich das, was ich mache. Mein Gott, was, wenn das okay ist? Und du musst nicht, ich arbeite lange, aber nicht so lange, dass ich mich selbst töte oder ablenke. Und du musst dich nicht schämen dafür, sondern ich liebe, was ich in der Welt kriege. Ich liebe, was ich in der Welt bin. So, das ist wirklich, das bringt mir Freude. Das bringt mir Freude. In den letzten 2 Jahren, da habe ich wirklich begonnen zu kochen. Und das ist auch, das bringt mir Freude. Ich habe dich gesehen mit einem Glas Wein und so, weißt du? Das ist großartig. Okay. Das sind so viele Dinge, die ich fragen möchte aus dem Buch. Ich glaube, es war Seite 51. Ich weiß, du hast dein Buch jetzt nicht zur Hand. Da ist dieser Paragraph und diese Lady, die eine Frage fragt. Und sie fragt aus ihren Schlussfolgerungen heraus. Sie hat gefragt, was wir das brauchen, dass die Leute herkommen und Geld ausgeben. Und du sagst, du fragst ja aus einer Schlussfolgerung heraus und du redest auch darüber in deinem Buch. Und ich glaube, wir sind so schnell dabei. Wir fragen eine Frage, das glauben wir dann. Aber wir fragen nicht wirklich Fragen. Also wie können wir uns selbst dorthin bringen? Wie können wir nicht in die Schlussfolgerung gehen? Und wirklich Fragen zu fragen, ohne Schlussfolgerungen, weißt du? Auch mit dem Business, da haben wir dieses lineare Denken. Das und das muss passieren, damit mein Business sich ausdehnt. Also wie können wir nicht dahin gehen? Das ist eine großartige Frage, Marke, wirklich. Und das ist etwas, wir haben Joy of Business Facilitatoren in der ganzen Welt. Und da ist der Link da oben. Ich könnte das auch schauen. Ich habe gerade einen Freude im Business Facilitator Training. Und dann haben wir gestern drüber geredet. Was würde es brauchen, dass mehr Leute kommen und Geld ausgeben? Das war unsere Frage gestern. Und das ist, da schauen wir auf ein Resultat. Und das Resultat ist das Geld. Also überall dort. Die meisten Leute machen dieses Ding. Sie bringen ihre Frage daraus. Und das ist schon auch, ist das eine Frage? Nein. Also es ist ein Statement mit einem Fragezeichen am Schluss. Also du weißt, ob du eine Frage fragst. Mach es einfacher. Wir machen es viel zu hart. Wenn wir es viel einfacher kreieren, was sind die unendlichen Möglichkeiten für heute? Weißt du, was würde es brauchen, sich wirklich zu verbinden mit weit mehr Klienten und Leuten wie jemals zuvor? Was würde es brauchen, dass das Business sich heute ausdehnt? Was würde es brauchen, so viel Spaß zu haben? Geld folgt doch heute, das ist das Ding. Das ist das wichtige Ding hier.
Geld folgt der Freude. Freude folgt nicht dem Geld. Und es ist auch nicht schlecht oder falsch, die Frage zu fragen nach Geld. Also wenn du fragst, was sind die unendlichen Möglichkeiten für das Business heute? Was sind die unendlichen Möglichkeiten für neue Einkommensströme, die sich erweitern und dass mehr Geld hereinkommt? Auch das ist okay. So dann, was du da in Wahrheit fragst, ist, das Universum ist da draußen, es ist da, um dir zu helfen. Das Universum ist so, wonach fragst du? Frag mich. So dann öffnest du all diese Türen und du weißt gar nicht, was auftauchen wird, genau. Ich habe eins der Businesses, das ich habe, und da ist ein Werkzeug, warte mal. Eins der Businesses, die ich von, aus denen ich Geld mache, ich gebe dir einen Job. Das ist ein Antique-Shop in Virgin Beach. Das heißt Antiques und Möglichkeiten. Ich bin Teilhaber einer Antique-Guild in Brisbane. Und ich war mit dem Manager heute, mit dem habe ich gesprochen. Wir haben über ganz was anderes geredet, über diese wunderbaren Tische, die jemand in Nusa macht, ob wir die fürs Haus bekommen können, das ich auch besitze. Also was, wenn der einfach was in meinen Shops verkaufen möchte? Ah, dann muss ich ihn fragen. Also wenn wir fragen, was wir das brauchen, dass mehr Leute Geld ausgeben, dann ist das, das macht den Fokus eng, weißt du? Anstatt, hey, was sind die Möglichkeiten, die verfügbar sind? So was, wenn wir uns mit dem Mann jetzt verbinden, und das ist wirklich das, noch was zu verkaufen. Dass vielleicht jemand in den Shop kommt und dann nur mit dir spricht, mit seinem Babyhund, und dann sprichst du mit ihm noch 6 Monate später. Ah, da ist Weihnachten. Und dann sagst du, ah, ich gehe jetzt dahin und gehe jetzt in diesen Shop und kaufe meine Weihnachtseinkäufe ein. Aber wenn nur, weil die heute kein Geld ausgegeben haben, hast du gerade negiert, dass du. Oder sagst du gerade, ich habe einen schlechten Tag oder habe nichts gekauft? Und das ist wirklich so. Wie viele zukünftige Möglichkeiten könntest du basierend auf deinem Fokus und deiner schlussfolgenden Realität, anstatt buchstäblich so zu sagen, hey, welche anderen Möglichkeiten sind heute verfügbar, nach denen ich noch nicht gefragt habe? Ich glaube, die Leute sind wirklich so, was ist wirklich Spaß? Die Leute sind so, die sind irgendwie so, ach, was wird heute sein? Was wird heute sein? Was wird auftauchen? So meine Frage ist irgendwie, wie können wir uns selbst da rausbringen, nicht Angst zu haben, sondern fähig zu sein? Hat das mit dem Empfangen zu tun? Du hast da auch schon ein bisschen über Empfangen geredet. Ich denke, Leute missverstehen das Empfangen sehr. Also wenn ich sage, sogar vor allem im Business zu empfangen, was wenn die Leute sagen würden, du gehst einfach raus und du empfängst mehr Geld, dann haben sie bereits dieses, dann sagen sie schon, dann definieren sie, was empfangen ist. Das ist wirklich, empfangen ist, schau mal, was auftaucht, sei einfach da und empfange und frag mehr Fragen. Aber das ist wirklich, das ist so eine andere Art und Weise, um Business zu funktionieren. Die Leute sagen, ich möchte das schon, das machen, aber ich weiß nicht, ob ich es kann. So, da ist das große Ding von dir zu vertrauen. Du redest auch viel über Vertrauen in dem Buch. So, wie können wir den Werkzeugen vertrauen? Wie können wir uns selbst vertrauen? Den Werkzeugen zu vertrauen, einem Gewahrsein zu vertrauen? Das ist wirklich so vieles, wo die Leute Angst haben, speziell im Business, weil Business und Geld, oh mein Gott. Und das ist wirklich so ein großes Thema. Du könntest da wirklich, das sind so viele Stücke, Teile. Also wir machen ja jetzt dieses Interview. Bitte kauft euch das Buch, wenn ihr noch niemals davon gehört habt, Freude im Business. Ich sage, es ist 16 Sprachen. Und geh und schau, vielleicht findest du einen Business Facilitator. Ich habe eine Business dann Different Klasse Ende des Monats. Ich glaube, am 31. Oktober ist es online, also da könnt ihr auch schauen. Und das ist das Ding. Du bekommst ein Manual und das ist ein Ding, wo wir wirklich durchgehen können in verschiedenen Arten und Weisen. Und ganz schnell, im Live jetzt, möchte ich noch ein paar Dinge erwähnen. Eins zum Beispiel ist, sag mir einen Tag, den du hattest, wo du ins Bett gegangen bist und dein Tag war genau so, wie du gedacht hast am nächsten Tag. Das passiert doch gar nicht. Okay. Also warum versuchst du dein Business vorhersagbar zu machen, wenn du nicht mal dein Leben vorhersagbar machen kannst? Was, wenn es kein vorhersagbares Leben wäre, wenn es da nicht ginge, ein vorhersagbares Business zu haben? So was, wenn es das Abenteuer des
Lebens wäre, das Abenteuer des Business zu sein und in der Frage zu sein. So, das geht wieder zurück zu dem, wo wir vorher geredet haben. Maggie, das ist keine schlussfolgernde Realität zu haben, sondern einfach Fragen zu fragen. Wenn du Fragen fragst, dann empfängst du Informationen. Weißt du, ich weiß, was ich weiß. Ich weiß, was ich gemacht habe und wo ich war. Aber wenn ich anfange, dich zu inkludieren, oh, dann habe ich dein Gewahrsein auch. Und dann habe ich alles, worüber du dir gewahr bist und was kann ich von dir empfangen. Weißt du, wir haben darüber geredet. Ah, Macke, weil du hast ein Interview mit mir gemacht. Und ich finde, du bist ein großartiger Interviewer. Und das ist mit dem Freude im Business-Buch gemeint. Das ist es, das ist das Empfangen und Empfangen. Das ist der Beitrag, der wir sind miteinander. Weißt du? Und das ist diese Energie. Wenn du willig bist, alle Energien zu empfangen, das sind viele Leute, die nicht willig sind, alle Energien zu empfangen. Nein, ich weiß nicht, das ganz einfach. Ein Mann möchte von Frauen oder von Männern nicht, oder von verschiedenen nicht, von Männern nicht empfangen. Oder nur von Männern zu empfangen und nicht von Frauen oder was. Also das Business ist nur für Teenager oder nur für Leute über 50. Nein, was, wenn du nicht schlussfolgern würdest, was das ist. Und du gehst einfach und öffnest es zu allem und jedem. Schnelle Geschichte. Da war gute Vibrationen für die Schwingungen von bevor ich Exes gemacht habe. Und da war ich schon in Access-Klassen. Und eins, was ich da gehabt habe in dieser Firma, gute Vibrationen für dich, immer T-Shirts, Magnete. Die Leute sagen immer, mein Gott, ist das, was ist, wer ist dein Klientel? Und ich habe so gesagt, jeder, der irgendein Areal seines Lebens verändern möchte, sollte jeden inspirieren. Und die Leute wollten mich da hinein in eine Box stecken. Ich sage, das kann man nicht in eine Box stecken. Also könnte es in mehr Frauen nach über 40? Nein, es ist für alle. So viele Projektionen. Die Leute wollten mich immer in eine Box stecken und ich war so, nein, ich ziehe die Energie jetzt da raus. Das ist für alle. Und das ist wirklich das. Ich hatte alle meine Stickers da draußen und der Mann ist da gekommen und er hatte langes Haar und der war ein Biker. Und ich habe da gelernt, dass das Clubs waren und nicht Gangs. Also das war so ein Biker-Club. Und er ist dort gestanden und hat auf die Sticker geschaut und er sagte, oh, das kaufe ich. Und das war etwas mit Gandhi und er hat gesagt, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Und ich habe gesagt, wo willst du das hingehen? Ich sagte, ich mache das hinten auf mein Motorrad drauf. Also wenn ich die Ansicht und die Schlussfolgerung gehabt hätte, dass mein Klientel nur weiblich wäre, über 35, würde er dieses Gefühl von Raum gehabt haben, mein Business zu empfangen und einfach reinzukommen und zu schauen, ob überhaupt das Dickes anzusehen. Vielleicht gar nicht. Aber der Fakt, wenn ich ihn empfangen konnte und er willig war, es zu empfangen, das denkt das Business alleine aus. Wenn du auf diese Energie schaust, es ist nicht schwer, es ist überhaupt nicht schwierig. Die Leute wollen Business einfach schwierig machen, aber ehrlich, wenn du dich entspannst, wirklich entspannst und herausfindest, dass diese Entspannung für dich ist, wird dein Business sich zu 70 bis noch mehr Prozent ausdehnen. Das ist die Energie von Empfangen. Und du bist so entspannt. Du bist in Quarantäne und sprichst mit mir. Das ist alles so entspannt. Das ist diese Energie. Das ist diese Entspannung. Gechillt, entspannt. Alles ist gut irgendwie. Das ist diese Energie bist du, ja, aber das ist es ja. Aber von dort kann ich einfach sehen, dass sich die Dinge ausdehnen, mehr und mehr und mehr. Und einfach dieses Buch bringt solches, also das kann ich nur sagen, es bringt das alles hoch. Ja, das ist voll interessant. Ja, es ist gut und ich bin in Hotelquarantäne. Es ist einfach dumm oder blöd oder man sollte in einer Hotelquarantäne sein. Ich hatte 2 Covid-Tests, die sind negativ und du musst trotzdem noch hier bleiben. So viel Scheiße, die da um sich geht mit diesem Covid. Und das sind so viele Orte, besonders in Australien, diese Scheiß-Show da vor sich geht. Aber da ist das Ding. Kämpfe ich jetzt mit diesem Ärger und dieser
Oder bin ich einfach ich? Ja, alles ist gut hier, ja. Ich habe ein Bike, ich habe einen Balkon. Und ich gehe weiter mit meinem Leben und meiner Welt. Und ich bin immer noch ich. Und ich hoffentlich lade ich Leute in eine andere Realität ein, jenseits dieser Realität ist. Es ist egal, in welcher Situation du bist. Wie wirst du es handeln? Wie wirst du wählen? Wie wirst du wählen zu sein? Ich wähle, freudvoll zu sein. Das Mantra von Access Consciousness ist, alles im Leben kommt zu mir mit Freude, Leichtigkeit und Glücklichkeit. Ich liebe das. Es sagt nicht, alles taucht auf wie Rosen und alles ist gut. Und je, Kumbaya. So manchmal ist es das nicht. Weißt du, ich bin in der Früh aufgewacht und gesagt, oh mein Gott, noch einmal 7 Tage. Aber ich bin so, okay, so, und was werde ich wählen? Was werde ich hier wählen? Alles im Leben kommt zu mir mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Was bedeutet das Gute, das Schlechte, das Grausliche? Du musst es umarmen, du musst es wählen und du kannst es mit deinem Business sein und du kannst es mit deinen Geldflüssen sein, alles davon. Du musst es nur wählen, deine Wahl. Und ich liebe, was du sagst. Einfach immer nur ich zu bleiben, das liebe ich. Und dieses letzte Kapitel, du selbst zu sein und die Welt zu verändern. Ich habe viele Dinge gelesen, also Businessbücher, aber keins davon war, das ist das einzige Buch, das über Business spricht und auch du selbst zu sein, auch das ist da drin, wie viel du selbst zu sein in dein Leben bringt und in dein Business bringt. Und ich bin wirklich dankbar, dass du dieses letzte Kapitel auch hattest. Ich habe fast geweint, als ich es gelesen habe. Also einfach nur danach zu denken, das bringt wirklich Tränen in meine Augen. Also wie viele Leute glauben, sie können nicht sie selbst sein da draußen? Warte mal. Ja, Entschuldigung, mach weiter. Das ist schon okay. Also, ich habe diese Vision, dass die Leute wirklich rausgehen und in Firmenwelt arbeiten. Also geh einfach arbeiten und dann hast du diese Persönlichkeit, oder? Und dann kommst du nach Hause und da ist was anderes. Aber das ist ein Wochenende, das ist ein anderes Ding. Was, wenn du einfach die ganze Zeit du selbst wärst? Like, yeah, everything's good here. It's like, weißt du, wovor versteckst du dich? Dein, also ein paar Bier zu haben am Strand oder was? Versteckst du das? Du bist auf diesem Planeten, du bist ein unendliches Wesen auf diesem Planeten. Wähle, was, wenn du irgendwo reinkommst mit der gleichen Mentalität und der Freude, am Montag genauso bist wie am Sonntag mit Freunden. Es ist viel mehr attraktiv für mich, wenn die Leute sich selbst sind. Das ist das attraktivste Ding in der Welt. Also ich glaube, das stimmt doch für jeden, oder? Das ist das, was Leute anzieht, für andere Leute anziehend macht. Auch im Business, oder? Ja. Also ich habe wirklich das gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr, woher gehen werden Dinge. Die Dinge sollten immer besser und einfacher werden. Ja, die Dinge können einfacher und besser werden. Mit all den Werkzeugen, die da drinnen sind in dem Buch. Und da ist dieses Werkzeug, worüber du redest. Energie ziehen. Und ich werde jetzt nicht darüber reden, wie du Energie ziehen machst. Weil ich möchte, dass du dieses Buch liest. Weil es ist einfach wunderbar geschrieben. Ich möchte einfach nur fragen. Das ist so meine Neugierde. Was hast du gezogen mit den Energy Pools? Was hast du da reingezogen? Oder was hast du in dein Leben gezogen oder dein Business mit diesen Energy Pools? Ich persönlich? So viel. Ich habe da drauf geschaut in den letzten Tagen. So viele Dinge, die da aufgetaucht sind. An dem Punkt, wo ich wirklich gesagt hatte, ich muss vielleicht noch mehr fragen und wirklich drauf zu schauen, was ist meine Forderung hier. Nicht mein Arsch, nee, Ask oder S, das ist in Englisch. Was ist, wonach frage ich hier? Was ist meine Frage, mein Ask? Ich habe so viele Dinge, ich habe Investitionen, ich bin erfolgreich, ich arbeite mit Access Consciousness seit 21 Jahren und ich benutze die Werkzeuge und Prozesse und facilitiere Klassen und bin im Business von Access und es dehnt sich noch immer aus. Es ist phänomenal. Und es ist so die Energie von dem, was ich gerne kreieren möchte, beziehungsweise was ich in der Welt kreiere und was ich aktualisiere. Also ich würde sagen, das alles,
die Leute, die auftauchen in meinem Leben, die Häuser, die aufgetaucht sind in meinem Leben. Ich habe da jetzt einmal geschaut, vor ein paar Jahren habe ich geschaut, was Leben. Also ich reise viel, ich liebe auch die Energie von zu Hause. So die Tür aufzumachen und diese Energie, ah, das ist alles mein Bett, meine Küche. Also ich liebe das, auch wenn ich liebe zu reisen. Also in Amerika und in Europa zu sein, und das ist auch in Australien. Also ich habe am liebsten drei Plätze, wo ich dieses Zuhause-Gefühl habe. Und in den letzten Tagen habe ich so realisiert, da war ich in Costa Rica und in El Hogar. Und wir bauen da ein ganzes Resort dort, das ist wunderbar. Und ich habe dort ein privates Zimmer. Ah, ich habe dieses Zuhause kreiert, dass ich nach Costa Rica gehen kann und das ist wirklich zu Hause. Ich habe einen Platz in Australien und ich bin auch ein Besitzer dieses Schlosses. Ein Teilhaber dieses Schlosses in Italien, Castel Borgonno, wer würde sagen, also dass ich ein Mitteilhaber eines Castles sein werde, des Schlosses. Ah, oh, was, wonach würde ich denn noch fragen? Das war es irgendwie so, weißt du? Der Schlüssel ist, so viele Leute sind so, oh mein verdammt, wie soll ich das machen? Alles, was du denkst, was du dir wünschst in deinem Leben und in deinem Business und das nicht auftaucht, so wie du denkst, dass es sollte, anstatt dorthin zu gehen und zu sagen, nicht in die Falschheit von dir zu gehen, oder dass du ein Versager bist. Frag einfach, wie wird es besser als das? Und was ist sonst noch möglich? Was ist jenseits davon? Weil buchstäblich, wenn du beginnst, in der Frage zu sein, wird es so viel mehr Möglichkeiten öffnen, anstatt nur das, was du beschlossen hast. Und was, worauf du fokussiert bist, was du schlussgefolgert hast, als ein Resultat von dem, wie es funktionieren soll, anstatt, oh, da ist so viel mehr möglich, was sonst? Was sonst? Was noch? Ich liebe das. Ich glaube, wir sind bald fertig mit der Zeit hier, oder? Ja, ja. Also, ich liebe das, mit dir zu reden, Marki, das ist cool. Du inspirierst mich auch. Ich wollte dich noch fragen, ich hatte 100 Fragen vielleicht sogar noch, aber das Letzte, was ich jetzt noch fragen möchte heute, ist, du redest, weißt du, deinen Körper zu bewegen, das bringt dir Freude. Ich weiß nicht, wie lang war das? Wann war das, als du das Buch geschrieben? Oh, das ist schon eine Weile her. Also die Dinge haben sich verändert in deinem Leben, oder? So, was ist Freude im Business für dich jetzt? Und was würdest du gerne in der Welt sehen? Von jetzt an. Also, meine originale Anforderung, als ich dieses Buch geschrieben hatte, war, na, das hat sich nicht viel verändert. Weil meine Ansicht ist noch immer, ich würde gerne, dass jedes Business in der Welt, dass sie wissen, dass Access Consciousness existiert und all die Werkzeuge von Access Consciousness, all die Werkzeuge, das sind so viele lustige Geschichten da drin. Ich habe viele Dinge gemacht, ich war an vielen Orten und ja, hoffentlich inspiriert euch dieses Dorfes, diese Geschichten und wo ihr das vielleicht auch in eurem Leben wart, damit ihr das spaßig findet. Für mich habe ich immer, ich habe gewünscht, dass alle Business Access Consciousness kennen, damit sie die Werkzeuge kennen, aber zumindest dass sie es kennen, sogar wenn sie es nicht benutzen. Mein Leben persönlich, in 21 Jahren, oh mein Gott, das hat sich verändert. Access ist nicht für jeden wahrscheinlich, also ich möchte wenigstens, dass alle wissen, dass es existiert. Also ich weiß jetzt nicht, was ich gemacht hätte, wenn es nicht Access, wenn ich Access nicht hätte. Ich würde nicht so happy sein, das weiß ich. Das war mein Ziel. Da war ein Buch, das Gary Douglas, der Gründer von Access Consciousness, geschrieben hatte, Magie, du bist es, sei es. Und ich bin da in dieses Restaurant Brisbane gegangen eines Tages mit Gary und wir sind reingegangen und der Kellner hat herübergeschaut und gesagt, bist du Gary Douglas? Und Gary sagt, ja. Und der sagt, oh, ich habe dein Buch gelesen. Magie, sei es. Du bist es, sei es. Und er war so, oh, wir haben die Speisekarte bekommen und ich habe meinen Körper angeschaut, Körper, was möchtest du gerne essen? Das habe ich ja gelernt als ein Werkzeug. Das war so interessant, auch mit diesem Kellner. Und das, und frag deinen Körper, nicht dich, was möchte dein Körper gerne essen? Und ich habe Gary dann, hatte gefragt, warte mal ein bisschen, habe ich gesagt, Entschuldigung. Und er hat mich angeschaut, fragst du deinen Körper auch, was er gern essen möchte? Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, das ist ja cool. Das ist so cool. Also kannst du dir vorstellen, dass du in ein Restaurant gehst, wo der Kellner so ist, was würde dein Körper gern essen?
Also ich weiß jetzt, es war wirklich lustig, ich bin ja gerade von Amerika gekommen oder mit Amerika in den Restaurants und so. Arbeitest du noch immer daran? Ich habe nicht an irgendetwas gearbeitet, in Wahrheit. Also nein, ich war einfach so, was, wenn jedes Business, also ich sage was, wenn du irgendeinen Job hast, wenn jeder das Telefon und ruft, jede Person, mit der du dich engagst, wenn die etwas kaufen oder ob sie nichts kaufen, frag die Frage, wie wird es besser als das und was ist sonst noch möglich? Weil du weißt nicht, was sonst noch auftauchen kann. Also wenn jeder Job das machen würde, jedes Restaurant diese Energie hätte von, was wünschen sich die Körper? Wir leben in einer ganz anderen Welt. Und das ist das, was ich gerne sagen möchte hier. Das ist es. Ich bin jetzt still. Danke, Susanne. Nein, das ist doch okay. Ich würde mit dir gerne für immer reden. So. Da ist dieser Satz, den ich wirklich liebe in diesem Buch. Und das möchte ich gerne teilen. Es ist ein Satz. Also, übersetzt ja keine Angst. Ich verspreche es euch. Es ist auf Seite 152 im englischen Buch. Und das, was ist richtig daran, dass ich nicht checke? Hier sagt es, du machst niemals wirklich einen Fehler. Und ich liebe das wirklich. Also ich habe es unterstrichen. Ich habe gedacht, wow. Weil wir bewerten uns selbst so sehr, wenn es zum Business kommt. Ich habe das falsch gemacht. Ich habe es nicht richtig gemacht. Aber das, du machst wirklich in Wahrheit niemals einen Fehler. Und das war so, oh mein Gott, das Gefühl von Entspannung, das du da in mich hineingebracht hast, mit diesem einen Satz. Das war wirklich so wie, oh mein Gott. Das ist wunderbar. Dieses Buch ist so viel Spaß zu lesen. Es ist wirklich die Freude des Lesens, wirklich. Es ist in 16 Sprachen übersetzt, glaube ich. Ich glaube, so in 16 Sprachen. Und es ist auch in Audios, auch in ein paar Sprachen. Das ist einfach, 16 Sprachen ist wunderbar. Auch das ist wirklich so etwas, wo wir uns, ja, so die Leute haben keine Entschuldigung mehr. Ich liebe das. Ich habe das Buch jetzt auch schon lange nicht mehr gelesen, seit ich Klassen facilitiere, glaube ich. Also allein, dass du das sagst, das, weißt du, das inspiriert mich heute auch. Und ich bin sicher, das hat viele andere Leute auch inspiriert, jetzt und in der Zukunft. Ja, du hast niemals einen, nein, du bist nicht falsch und du hast keinen Fehler gemacht. Also ich würde gern, ja, schreib dein Buch, findet, ich sag's noch einmal, freudeimbusiness.com. Freude im Business hat auch eine App verfügbar. Oh, wirklich? Also das sind so, das kommt da und sagt, ah, schau, da habe ich eine Frage, ich möchte dich gerne inspirieren und motivieren und die Energie verändern heute. So, ich habe auch jede Business anders gemacht. Klasse findest du auf meiner Seite, Simon Miller, das ist Punkt. Da sind Freude im Business Facilitator auf der ganzen Welt. Finde jemanden, der für dich funktioniert. Jemand, der dich bindet. Und du sagst, ja. Und mach zumindest eine der Eintagesklassen. Wirklich, Access Business und Geld und die Dreitageklasse Business anders gemacht. Das sind keine Voraussetzungen. Ich empfehle das wirklich. Weil das bringt dich wirklich in diesen Modus. Und das ist so viel Spaß. Das sind so viele Fragen. Du könntest das jeden Tag lesen. So viele Übungen, wo du dich ins Business ausdehnen kannst und in dein Leben. Es ist einfach so viel Spaß. Wirklich. Das sind Hausaufgaben im Buch und noch so viel mehr. Ja, das ist einfach Hausaufgabe. Und Hausaufgaben sind auch drinnen. Ich muss sie auch wieder alle machen. Wunderbar. So, danke so sehr, Simone. Danke dir, Maki und all den Übersetzern, die für uns übersetzen. Und ja, also ich hoffe, dass wir bald wieder miteinander sprechen oder auch sehen. Also, wir wissen nicht, was Australien wieder mal kreiert. Also, wer weiß, das mit diesem Quarantäne-Ding. Auch das können wir vielleicht verändern. Also, das müssen wir verändern. Ich liebe euch. Eine Riesenumarmung, der das jetzt hört oder später. Ich liebe euch. Danke so sehr für euren Beitrag. Und was ist sonst noch möglich heute? Was können wir heute aktualisieren? Was, wie viel Spaß können wir haben? Danke, 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 danke. I'm sure inspired a whole lot of other people out there watching this, like right now and in the future, that yeah, you've never made a mistake.
You're not wrong. You've never been wrong. So, yeah. So I would like to, I mean, yes, go buy the book. Go find, you know, just here, I'm going to put it down here again, joybusiness.com. Joy Business actually has an app available as well. So oh, if really? You go to the joybusiness.com page, you can find the app. And it's great because it pings you these different questions. You know, if you're stuck, you can just like ping, find something to, you know, inspire you and motivate you and maybe change the energy of the day. So I've also got any of the Business Done Different classes you'll find on my website here with simonemillis.com/BDD. Like I said, I do have one coming up at the end of the month, but there is JCFs all over the world. You know, find one that works for you, one that, you know, just pings you and you're just like, yes. And I highly recommend going and doing at least one of the one-day classes, Access Business and Money, and then the three-day class, Business Done Different. There's no prerequisites. Highly recommend, though, obviously, reading the book because it's going to set you in that mode, you know, maybe you have yeah. some. Yeah. It's so much fun to read, and there's so many questions, like you can use every day and few exercises you can do to, like, expand your yeah. business in your life, and it's just really so much fun. So yeah. everybody, yeah, there's please home play copy. In the book, not homework, yeah. there's home play. Yeah, it is home play because it's just so much fun and I've been doing it. Cool. Awesome. Awesome. So thank you so much, Simone. And thank you so much for all the translators who've been translating for our little chat. And yes, we hope to chat again soon, hopefully. Yes. And well, I hope to see you soon. I think maybe Australia yeah. and Japan are creating something, so you never know. We'll yeah, see. You never know. Yeah. Not sure about this quarantine thing again, though. So we're going to have to change that. So, yeah. Anyway, exactly. I love you lots. Big hugs. Mwah. And to everybody out there who came on that's listening now and in the future, and to the translators, friggin' adore you. Thank you so much for your contribution. And what else is possible today? What else can we actualize? How much fun can we have? Thank you. Thank you. Thank you.